Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Prison Architect. Jawohl, der Hönes ist immer noch nicht da. Ja, so langsam reicht es mir. Aber wahrscheinlich kriegt er ja eh offenen Vollzug. Also daher werden wir daran wohl eh nichts ändern können. So, dann gibt es hier noch ein paar Zimmermannstische. Hätten wir jetzt 3, 6 und einen da, hätten wir auch 7. Fertig, so. Dann Strommemann und Söhne. Einmal so. Einmal so. Fertig. Hätten wir dann auch. Was kann ich denn hier verschieben? Ach, man kann die Uhr und das Größer machen. Hallo! So. Arbeit, Arbeit, Arbeit ist jetzt. Ja, die Maschine läuft schon, wo sie noch gar keinen Strom hat. Aber egal, Karl. Darauf wollen wir jetzt mal nicht so achten. So, wir haben jetzt 80. Ja, guck mal, die 8 sind schon wieder drin und wir sind bei 80. Gleich kommen 12, dann sind wir bei 92. Das ist echt zu wenig. Zu wenig gefangen gekommen. Eindeutig. Und wir brauchen unbedingt 80.000, um dieses Feld hier zu kaufen. Ich bin auch am Überlegen, ob wir dieses Teil hier nicht lassen. Und noch eins bauen. Oder wir machen wirklich dann hier das Besucherzimmer draus. Aber wir müssen uns das erstmal alles angucken. Was kostet uns denn so ein großer... Was, wie groß haben wir denn den Raum gemacht? Gucken wir uns das doch einfach mal so an. So, dieser Raum ist... 17 mal 26. Also müssen wir ja 30 nehmen. 30... Boah, Alter. Wisst ihr, wie teuer der Raum wird? Und ich finde, der Weg ist zu weit. Also wenn wir jetzt hier die Werkstatt hinsetzen würden... So. Es wären 8-1. Finde ich akzeptabel und ist gar nicht schlecht. So, dann eine große Gefängnistür. Machen wir so mittig, würde ich sagen. Dann brauchen wir Gehwege. So. Hier können wir einen Gehweg so in der Mitte machen. So. Und wenn heute Abend die Freizeit beendet ist, dann bauen wir das um. Und ich glaube, dann machen wir hier draus das Besucherzimmer. Was mir eigentlich persönlich nicht so gefällt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Oder wir reißen die Übergangszelle ab, machen hier draus eine Übergangszelle. Weil es wird mir einfach nicht gefallen, wenn die Besucher erst hier quer durch den Knast laufen, um zu den Besucherzellen zu gehen. Also es wird mir persönlich nicht gefallen. Gut, wir müssen bis 6 Uhr heute Abend das laufen lassen. Wir können dann hier schon mal Stromkabel verlegen. Versorgung. Würde ich sagen, nehmen wir von hier die Leitungen. Machen wir so. 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 Und so. So, dann stellen wir noch eine Wache ein. Und eine Wache, die wir dann gleich da drinnen stationieren. So. Und dann sieht das doch schon gar nicht so schlecht aus. Einrichtung. Lampen. Da. 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 Und da.
Da haben wir Lampen. Hier können wir auch mal Lampen hinmachen. Vielleicht sieht man das dann auch mal, was die Leute hier für... Da nicht irgendwer Scheiße baut. Hat aktuell keine wirklichen Nutzen. Ein Raum nur für deine Wache. Wachen. Keine Ahnung, wofür... Ob einer den von euch schon mal gebaut hat, Leute, dann sagt mir mal Bescheid. Und ob der wirklich irgendwas bei euch bewirkt hat. Ruhen die sich da schneller aus oder irgendwelche anderen Sachen, würde mich mal sehr interessieren. So, die Baumschule werden wir dann hier wieder ein bisschen vergrößern. Ja, von der Baumschule her sollte es auf jeden Fall reichen, das Grundstück. So. Es sieht doch alles schon gar nicht schlecht aus, Leute. Ja, das wird eine riesen Werkstatt. Arbeit, 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 alles Arbeit, Arbeit. Ich bin schon am Überlegen, Leute, ob wir das nicht alles lassen und den Raum hier zuschließen. Ja, oder das hier denn das Lager draus machen. Ja, weil das Problem ist einfach, dass... Ja, weiß ich auch nicht. Eigentlich brauchen wir Besucherzimmer, weil die Besucher sind auch eindeutig zu wenig. Also vier Gefangene werden bald schon wieder entlassen. Wir sind jetzt nur noch bei 74. Mann, ey, wir kommen gar nicht richtig an die Kohle ran. Hier sind wieder Betten ohne Ende. Erst mit den Betten ist alles ganz schön und gut, aber was kann ich mit den Betten machen? Kann ich die jetzt jedes Mal wirklich nur verkaufen oder haben die irgendeinen Zweck? Ja, ist die Arbeitszeit jetzt vorbei? Arbeitszeit ist vorbei, okay. Dann möchte ich gerne, dass die Säge disabled wird. Sollen jetzt erstmal den ganzen Raum abreißen. Okay, Raum. So, hier haben wir nämlich noch einen Tisch. Und hier. So. Ich würde sagen, ich fange mit den Tischen an. Wir machen das jetzt erstmal ganz kurz langsamer. Wir fangen mit den Tischen an und werden die oben platzieren, die Tische. 1, 2, 3. Ja, 3 Stück sieht doch gut aus. 1, 2, 3. So, dann haben wir die Tische schon mal platziert. Dann würde ich sagen, fangen wir an mit den Tischsägen. So. Eine da, eine da, eine da. Dann eine da, da, da. Nur eine hätten wir dann noch. Die bauen wir dann dahin. So, dann hatten wir die anderen. Eine da. Und eine einzeln. So, und dann hätten wir 7 Zimmermannsbänke. Würde ich sagen, bauen wir hier unten hin. Oh. Ah ja, gut, okay.
Jetzt haben wir es halt so gemacht, dann ziehen wir es auch so durch. So. Lassen wir es mal wieder schneller laufen. Raum. Werkstatt, wo ist sie denn? Da, Werkstatt. So. Hätten wir auch Einrichtung. Wir haben noch einen Tisch über. Ich weiß nicht, ob wir hier unten nochmal Tische langziehen. Dann hätten wir auf jeden Fall genug. Einen da. Einen da. So. Also mehr Tische und sowas baue ich nicht. Das sollte auf jeden Fall reichen. Auto Chef! Chef, Chef, Chef. Gut, dann müssen wir die Kamera hier abreißen. Disabled. Oh, der Lehrer geht jetzt dahin und macht da. Ne, das ist der Direktor. Oh, das bin ich, Alter. Hey, du siehst aus wie Olle Hönes. Nein, ich bin ganz ehrlich, ich halte da nichts von, dass er eigentlich in den Knast muss. So, bin ich ganz ehrlich, weil. Nicht, weil er gute Taten getan hat oder irgendwas anderes. Ja, er hinterzieht Steuern, Leute. Und wenn er in den Knast geht, kostet er uns noch Geld. Ja, wie hohlbräsig ist das eigentlich? Also, da fasse ich von mir vom Kopf. Ja, ich finde, die müssen so bluten von ihrem Geld, dass sie nichts mehr haben und am besten von Hartz IV leben müssten. So muss es denen gehen. So, Versorgung. Ja, Strom haben wir doch nicht so richtig passend verlegt gehabt. Da müssen wir... Machen wir das mal so. Bis zu dem Kabel immer. So. Dann sollten die gleich Arbeit, Arbeit, Arbeit haben. So, es ist noch schlafen. Noch können sie es schaffen, dass die Maschinen gleich wieder laufen. Die bringen schon Material wieder hierher. Das freut mich. Einrichtung. Kamera. Kamera, Kamera. So, Kamera bauen wir auf diese Seite. Jetzt muss ich mir die Kamera nur erstmal wieder angucken. Das ist nicht die richtige. Das ist das Richtige. So. Ey. Dahin. Danke. So. Ja, die erste baut hier das, den Strom an die Maschinen. Das ist sehr schön. Dann Einrichtung. Da möchte ich hier oben gerne noch Metalldetektoren hinhaben. So. Und natürlich nochmal Strom. Klar werden jetzt viele sagen, ey, Glabo, du machst ja gar nicht viel mehr Geld damit. Nee, noch nicht. Aber ich muss ja auch erstmal wieder ein bisschen Geld verdienen, ne? So. So einfach ist ja die ganze Geschichte nicht, dass man hier einfach sagt, ja. Ich baue das gerade hier ganz schnell um. Nee, so einfach ist es nicht. Wir können hier auf jeden Fall schon mal die Stationierung rausnehmen. So. Das haben wir dann schon mal erledigt. Ja, die Pressen, die Hydra-Pressen haben schon mal Strom. Dieses hier immer noch nicht. Und gleich ist Duschen. Ja, jetzt bricht wahrscheinlich wieder die Katastrophe aus hier. Aber wir haben gleich zwei Wachen. Ist überhaupt das Bedürfnis da zum Duschen? Ja, Hygiene. Volle Pulle. Ja, hier geht's gleich ab, ne? Die prügeln sich um die Duschen, Leute. Das ist jetzt kein Scheiß hier. Stromschocker! Hier geht die Post ab. Yum. Duschköpfe. Können wir da noch ein? Da noch ein? Da ein? Da ein? Wir versuchen hier das einfach mal ein bisschen zu verbessern.
Ich glaube, dass hier einfach zu wenig Duschköpfe sind. So. Ich glaube, jetzt habe ich alle Lücken einigermaßen abgeschlossen hier. Wir könnten natürlich an diese Ecken hier auch Duschköpfe ranmachen. Wenn man das jetzt ganz genau nimmt, ja? Vielleicht kriegen wir ja damit... Da könnte man... Dann wieder hier... So, vielleicht ist das dann ja... eine ganze Ecke besser, wenn wir das so versuchen. So. Dann haben wir das für mich auch erledigt. Ja, hier ist immer noch kein Strom. Gut, da haben wir es dann wohl doch nicht so ganz geschafft. Mit den Maschinen, aber gut. Ah, doch, die ersten haben jetzt Strom. Gut. Es wird. Alter, die sind so benagelt, ne? Ich klau einen Löffel, Mama! Was wollen die damit? Echt in der Nase popeln oder so? Oh Mann, ey. Ja, ich sag immer wieder, vielen Dank für Einschalten bei Pusen Artecheck, mein Knast. Ja, bis zum nächsten Mal, euer Glabur. Ciao, Laui.